Das sind die Walliser Nachrichten vom 25. August 2008 und das sind unsere Themen. Die Krankenkassenprämien im Wallis sollen im Jahr 2009 um 3,8% ansteigen. Das Fischbertärbino soll eine neue Beschneiungsanlage gebaut werden und die Kantonspolizei hat im Mittelwallis eine Einbruchserie aufgeklärt. Der Gesundheitsminister Thomas Burgener kritisiert die Zahlen von comparis.ch zu den Krankenkassenprämien 2009. Comparis redet vom Anstieg im Wallis von 5,5%. Die Zahlen vom Bundesrat für Gesundheit ergeben allerdings einen Anstieg von 3,8%. Das sei aber trotzdem zu hoch. Darum hängt das Gesundheitsdepartement, das Bundesamt für Gesundheit, aufgefordert, einzelne Prämienbegehren von Krankenkassen nicht zu bewilligen. Die Bergbahnen GIV AG zu Fischbertärbino planen für 2009 den Bau von einer 2,8 Millionen Franken Tiro Beschneiungsanlage. Laut der Verantwortlichen will man eine Strecke von 2,2 Kilometern vom GIV am Ab ins Dorf beschneien. Die Finanzierung des Projekts läuft über eine Aktienkapitalerhöhung von 2,8 Millionen Franken. Davon sind schon 2,3 Millionen zugesichert. Sollte man das restliche Geld nicht zusammenverkommen, dann will man das Projekt nicht verwirklichen. Im Mai hat die Kantonspolizei 4 Einbrecher auf frischer Tat ertappt und verhaftet. Im Rahmen von Ermittlungen hat die Polizei 15 weitere Personen angehalten, die jetzt über 20 Einbrüche im Mittelwallis gestanden haben, dazu auch der McDonalds-Überfall im April Zito. Und er beschuldigt sind 10 Walliser, je ein Wattländer, ein Türk, ein Italiener und ein Portugies, die meisten zwischen 19 und 25-jährig, 3 Beschuldigte erst 17-jährig. Nach einem 4-tägigen Ausflug ist die Reisegruppe von der RRO-Hörerreise am Sonntag wieder aus dem Tirol heimgekommen. Am Freitag haben die Teilnehmer zusammen mit 5'000 anderen Hanse-Hinterseer-Fans ein Open-Air-Abo im Tennisstadion von Kitzbühel erlebt. Da dabei ist neben Hanse-Hinterseer auch die Schweizer Interpreto wie Francine Jordi und Hueli aufgetreten. Weiter auf dem Programm gestanden ist ein Ausflug auf Salzburg. Abschluss einer Reise war der Tiroler-Abend in Kilchberg. Zum Sport, Fußball. Der FC Sito hat am Sonntag im Stade de Tourbillon vor 12'500 Zuschauern mit 1:3 gegen den FC Zürich verloren. Die Walliser sind vielversprechend gestartet und sind in der 13. Minute in Führung gegangen. Die Freude hat aber nicht lange gehalten und Zürich hat zuerst ausgeglichen und ist kurz nach der Pause in Führung gegangen. In der Nachspielzeit haben die Zürcher ihren Vorsprung auf 3:1 ausgeweitet. Nach dem Spiel ist es zu kleineren Ausschreitungen gekommen. Rund 100 FC Zürich-Fans haben attackiert. Das hat einen Einsatz von der Kantonspolizei gefordert. Zum Wochenstart sind wir nicht mit viel Sonne verwandt gekommen. Ob sich das nächste Tag ändert, das schauen wir zusammen an im Walliser Wetter. Wie ihr hier von der Wetterkamera von Birchen aus seht, hat sich der Montag nicht in aller Pracht zeigen. Vor dem Dienstag sieht es aber ganz anders aus. Die Sonne gewinnt wieder Oberhand und das im ganzen Rhonetal. Die Temperaturen steigen uns Zermatt und im Letschotal auf 16, auf dem Simplon und Leukerbad auf 17 und noch dir kommt es den 24 Grad warm. Auch für den Rest der Woche geht es stetig obschi. Am Freitag erwarten wir bis zu 27 Grad warm bei herrlichem Sonnenschein. Das war es wieder einmal mit den Walliser Nachrichten auf Tele Oberwallis. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal.